Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Truck Driver. Ja, ich war jetzt hier in Sylt bei eben schlafen. Hatten wir so in der letzten Folge aufgehört. Ich fahre jetzt mal hier eben um die Ecke bei André Funer vorbei. Mal schauen, was er so am Start hat, weil, ja komm, wenn wir jetzt nur 500 Meter fahren müssen, dann wäre es ja dumm, wenn wir einfach woanders hinfahren. Deswegen den Auftrag auf jeden Fall noch mitnehmen. Ja, ich habe dummerweise natürlich mein LKW wieder beschädigt, weil ich ja ein bisschen abgelenkt wurde von meinem Telefon und da einen Frontalcrash noch gemacht habe auf dem Weg nach Südbay. Nice, finde ich gut oder auch nicht, je nachdem, kommt drauf an, wie man sieht. War auf jeden Fall wieder komplett selten dämlich, aber naja, passiert, ne? Ist halt so. Noch sieht's gut aus, noch sieht's nicht so aus, als wäre der LKW nicht mehr fahrbar, beziehungsweise nicht mehr lenkbar. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Einmal ankoppeln, warum hängt das so schief? Man weiß es nicht, wo müssen wir hin? Was? Ah ja, moin, nach erstes Paar, nach Mittem. Hey, ernsthaft, Alter, alle Wege führen nach Mittem oder was? Anscheinend. Irgendwie führen alle Wege nach Mittem. Naja, dann ja, müssen wir halt dahin fahren. Moment, da wollte ich nicht. 279 von 465. Da haben wir echt noch einiges an Kilometern zu fahren. So, hier unten wollte ich nochmal geguckt haben. Hier, Transportgutcontainer zum Beispiel. 8 von 10. Qualifizierter Fahrer, erfülle Bonusbedingungen. Ja gut, okay, da weiß ich immer noch nicht, was das ist. Müsste ich mal eigentlich mal nachgoogeln. Transport gut regulär. Ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Tour oder als was das jetzt hier gilt. Könnte fast regulär sein. Man weiß es nicht. Aber ja, wieder nach. Ey, ernsthaft, ey, schon wieder nach Mittem runter. Wollen die mich rollen oder was? Es kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt schon wieder nach Mittem fahren. Also ja, ich könnte den LKW dann wieder reparieren und leole. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht vor, jede Folge meinen LKW zu reparieren. Das ist ja total Hirnriss. Das ist ja voll für einen Eimer, ey. Warum müssen wir... Warum? Ach, ey. Das ist doch nicht wahr, ey. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also irgendwie... Ja, das könnte man so ein bisschen... vielleicht auch noch mal patchen, etwas überarbeiten, sage ich jetzt mal, dass ja die Wege so ein bisschen kreuz und quer führen. Also ganz ehrlich, alles was hier drüben im Westen gefahren wird, David Zung, ach Quatsch, David Zung war ich schon, hier André Funer und ne? Charlie Dover. So, das sind so alles so Aufträge, die könnten auch mal in die andere Richtung führen. Die führen nämlich alle hier immer nur in nächster Nähe rum. Und das weiteste davon ist dann Mittem. Nice. Kann man machen, muss man nicht. Sorry, das musste ich mal gerade rausschneiden. Ich muss voll husten. Huch. Ja. Schauen wir mal. So, Typ, du gehst mal voll auf den Keks. Lass mich mal hier vorbei. Das ist so. So werde ich die Folge nennen. Alle Wege führen nach Mittem. Das ist echt anders traurig, ne? Könnte ich komplett weinen. Ne? Aber gut, was soll man machen? Ist halt wieder eine Tour, die wir zu fahren haben. Wir sind LKW-Fahrer. Und ja, uns wird gesagt, du fährst und wir fahren. Egal wohin. Von daher muss ich auch sagen, erwarte ich sehnlichst hier auch eine Kartenarbeit. Ah, sorry Leute, muss ich nochmal rausschneiden. Ich habe gerade irgendwie den Husten. Vielleicht werde ich wieder krank. Könnte auch möglich sein. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Achso, ja, hier eine Kartenerweiterung hier wäre auch echt mega nice.
Das wäre echt schön. Und dass man eventuell wirklich die Entfernungen hier mal so ein bisschen anpasst. So. Also, ne? Ich sag jetzt mal, immer nur hier im 7-Kilometer-Radius rumfahren ist jetzt irgendwie nicht so geil. Also ich würde mal sagen, so, keine Ahnung, Westerhafen nach hoch zu Davidson oder so, es dürften weit mehr als 7 Kilometer sein. Da könnte man schon sagen, so von wegen, ja, keine Ahnung, das sind dann gefühlte 130 Kilometer oder so. Das könnte man etwas abändern. So, mach mal hier Ampelgrün, weil ich habe hier keine Zeit. Ich muss am Mittag. Standardlieferung. Und schon wieder warten wir an einer Ampel, wie so oft. Juhu. Und wie so oft verpenne ich den Start. Auf geht's. Ja, und alles, was hinter mir fährt, muss warten. Haha, schade. So, auf geht's. Wir sind fast da. In 1 Kilometer haben wir es geschafft. Juhu. Nice. Das gefällt mir. Das gefällt uns. Moment, hier kann man noch einen Blitzer. Einmal Foto schießen. So, ach Kollege, fahr, komm, mach hin da. Brauchst hier nicht warten, die Harry. Fahr! Bitte! Bitte, bitte! So, jetzt muss ich aber mal auf die Karte gucken, nicht, dass ich wieder irgendwo falsch abbiege. Fahr doch mal hin da. Das ist so traurig, ey. Ich sehe aber auch nicht, ob hier irgendeiner im Gegenverkehr kommt. Was sich aber auch nicht mehr lohnt. Ja, Digga, wir wissen alle, dass du links abbiegst. Aber mach hin, ey. Fahr. Von rechts kommt nichts, da kommt nie was. Ich muss hier abladen. Guten Tag. Einmal dahin. Gerne, kein Problem. Oh, doch ein Problem. Alter, aber so ein Problem, ne? Wie ich den da reinsetze, ey. Gar nicht quasi. So, steht perfekt abgekoppelt. Nice. André Funer, klasse. Komm wieder, wenn du weitere Aufträge haben willst. Ja, ich komme immer wieder. Mission abgeschlossen. Nice. Wie so oft haben wir eine Mission geschafft. Wir sind einfach. Du, was? Dachbügel, irgendwas. Ich habe einen Dachbügel freigeschaltet, yeah. 750 XP. Ist jetzt die Frage, soll ich jetzt mal eben schnell in den LKW kommen? Das schneide ich aber dann raus. Ich fahre jetzt eben schnell in den LKW. Nochmal reparieren, wegen dem Schaden, den ich da verursacht habe. Weil der ist dann doch schon ziemlich doof. Ja, dann würde ich sagen, schaue ich mal, wo ich als nächstes hinfahre. Weil, ja, irgendwie habe ich keinen Bock mehr hier in der Gegend rumzueiern. Also, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Nachdem ich den LKW repariert habe, bin ich dann doch hier hoch zu Davidson gefahren, ins Kraftwerk, weil ich dann jetzt endgültig dann doch mal wieder einen Auftrag für ihn haben wollte. Wobei ich sagen muss, egal was er bezahlen wird, glaube ich, das wird ein Verlustgeschäft, weil ja, ich habe einen Blitzer erwischt und der war bitterböse. Der war richtig böse. Also ich bin da echt mit knackigem Vollgas da durch. Und anstatt 200 irgendwas durfte ich schlappe 625 Euro dafür bezahlen, das richtig, richtig, richtig wehtut. Aber das war schon. So viel habe ich noch nie für einen Blitzer bezahlt. Aber ich bin auch ganz entspannt durchgerollt mit Vollgas. Voll gepennt, habt ihr voll nicht gesehen.
Naja, gut, passiert. So, wo müssen wir denn hin? Mill Springs? Jo, nach Mill Springs. Das ist doch das, was war das? Sägewerk? Und nee, Sägewerk ist es nicht, ne? Oder doch sowas Ähnliches, ne? Man weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe eine Viertelstunde dafür Zeit. Also 16 Minuten. Nicht der Gegenfall. Ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. Easy. Ja, schauen wir mal. Dass wir da mal hin eiern. Ist halt wieder so übelst dunkel, ne? Das ist schon wieder so anders nervig, weil man kann halt keinen Screenshot machen. Oder halt sehr schlecht. Aber der Blitzer, der war echt brutal. Normalerweise zahlt man ja so, keine Ahnung, 200, was weiß ich, glaube 275, irgendwie sowas so mit Dreh. Aber 625 fand ich dann doch ein bisschen hart übertrieben. Na gut, wie gesagt, ich bin hart Vollgas gefahren, aber. Und dann Landstraße. Das war schon dumm, ey. Aber voll gepennt, hab gar nicht auf den Blitzer geachtet, auf einmal war schon zu spät, auf einmal knips. Somit habe ich ja mit dem Werkstattaufenthalt und dem Blitzer ja mal eben schnell 1000 Euro rausgehauen. Wir haben es ja. Ich bin hier schon übelst mit meinem Money am Flexen, ne? So, da kommt Hermes. Ne, war gelb, da war DRL. Auf jeden Fall. Wie weit ist denn das? Geht ja noch. Das geht ja noch. Ja, wie gesagt, bemängeln tue ich dann jetzt die Zeit, die sie nach oben korrigiert haben, nach wie vor. Mal so ein bisschen übertrieben. Kann ich halt immer wieder nur erwähnen. Hier habe ich mich eben schon mal fast verbremst in der Kurve, am Hinweg. Die ist aber auch mies, die Kurve. Also die kriegt man mit dem LKW echt übel schwer. Hieß der Ort jetzt da, wo wir hin müssen? Schon wieder vergessen. Was war denn das? War das? Das war aber, glaube ich, auch so eine Holzverarbeitung oder nicht, ne? Irgendwie sowas. Naja, schauen wir mal, wenn wir sehen, wenn wir da sind. Einmal die Autobahn wechseln. Das sieht doch gut aus. Herrlich. Ist viel zu dunkel, ey, vom Screenshot. Oh nein. So. Das ist viel zu dunkel. Da können wir keinen Screenshot von machen. Oder ich muss es voll aufhellen. Du auch immer kacke aus, finde ich. Komm, fahr, bremst hier nicht so, bremst doch nicht so wahnsinnig. Och nö. Sorry, dass ich das mal kurz muten musste. Musste. Aber ich musste so niesen. Das wollte ich euch nicht antun. So, wie. Oh, scheiße, nicht aufgepasst. Ach komm, nicht schon wieder beschädigt, ey. Oh, verdammt.
Mann. Ja, so ein Bauernhof-Style, genau, das war das. Scheiße, jetzt zieht der LKW auch noch blöderweise weg, ne? Das kann nicht wahr sein. Nur weil ich jetzt einmal nicht aufgepasst habe. Nur einmal, weil ich dumm war. Ey. Naja, gut, nicht einmal war ich dumm, aber ich bin immer dumm. Mann. Also, ich mache nur Minusgeschäfte im Moment, ne? Das ist wieder unfassbar geil. Windschutz kann jetzt im Laden gekauft werden. Yeah. Für den hier. Wäre schön, ne? Tausend Fähigkeitsstufe wurde. Du hast Stufe 2 der Fähigkeit. Qualifizierter Fahrer erreicht. Yeah. Nice. Geile Sache. Qualifizierter Fahrer war doch die Nummer mit dem Bonus-Dingern. Drück mal gucken. Wo ist es? Ja. Das sind diese Bonusteile. Aber alter Schwede, wie viel. Puh. Da muss man ja echt noch jede Menge machen. Diese Bonus. Alter, wie viel Missionen sind das denn noch? Mal im Ernst. Das ist ja noch ewig und da sind wir noch 100 Jahre am Fahren. Das ist krass. Das ist echt krass. Ja. Nice. Finde ich gut. Das finde ich hervorragend. Kann man eigentlich den LKW, den Anhänger so anleuchten? Komm, leuchte den mal an. Mal so ein Screenshot machen, ne? Einfach mal schauen. So, wo müssen wir hin? Ja, komm, hier Osterhafen, ne? Auf geht's. Ab zu Iona. 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 Ich würde sagen, ich fahre zu Iona und machen wir von da in der nächsten Folge weiter. Fängt nämlich auch, glaube ich, schon wieder zurück, wenn ich das hier so richtig sehe. Und ja, das muss jetzt nicht noch sein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Gerne kommentieren, Däumchen da oben da lassen. Und ja, wenn ihr weiterhin dabei bleiben wollt, wie immer, gerne ein kostenloses Abo reindrücken und die Glocke aktivieren. Dann ja, seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Oder ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich sag mal, bis dahin. Ciao, ciao.